Hallo, liebe Astronomiefreunde. Am 21. Januar 2019 findet eine totale Mondfinsternis statt. Die Finsternis beginnt um 4.34 Uhr morgens und der Mond steht dabei etwa 30 Grad hoch am Westhorizont. Das heißt, man sollte sich eine Beobachtungsposition suchen mit freiem Blick Richtung Westen, wo möglichst keine Bäume und Häuser am Weg stehen. Die Totalität beginnt um 5:42 Uhr, wobei der Mond nur noch 21 Grad hoch steht. Und die Mitte der Finsternis ist dann um 6:13 Uhr erreicht, bei einer Mondhöhe von 16 Grad. Um 6:44 Uhr endet dann die Totalität und der Mond steht noch ungefähr 12 Grad hoch. Ja, die zweite partielle Phase ist dann nur noch schwer zu beobachten, weil der Mond sich sehr knapp über dem Horizont aufhält. Und um 7:51 Uhr ist dann die Finsternis beendet und der Mond steht dann noch 3 Grad hoch.